Der Weihnachtsbaum ist auf dem Hauptmarkt angekommen. Heute Mittag hat ein Tieflader das Herzstück unseres Weihnachtsmarktes hergebracht. Frisch geschlagen bzw. abgesägt wurde er heute früh im Vogtland und zwar direkt an der Aschbergschanze in Klingenthal. Ich bin Radio Zwickau-Reporterin Annette Wölfel und neben mir steht jetzt Weihnachtsmarktchef Matthias Rose von der Kultur Z. Beschreiben Sie uns doch bitte mal den Baum. Wunderschön sieht er aus. Also wir sind froh, dass der Weihnachtsbaum jetzt da ist. Es ist eine Fichte, die wird so knapp 20 Meter haben. Das ist so ein guter Schnitt. Was passiert denn jetzt noch mit dem Baum, bis der Weihnachtsmarkt losgeht? Also wir sind dieses Jahr schon ein bisschen früh. Wir haben ja die Bühne schon stehen und die ersten Hütten, unter anderem die Märchenhütten. Heute kommt der Baum. Als nächstes wird dann morgen die Elektroinstallation erfolgen am Baum. Und es kommt auf dem Hauptmarkt die große Pyramide und dann geht es mit den kleineren Hütten weiter. Wie viele Lichter leuchten am Baum? Also zwischen 500 und 1000 werden es ganz sicher sein. Okay, vielen Dank, Matthias Rose. Sehr gerne.